Herzlich willkommen. Ich hoffe, es passt heute mal von der Lautstärke der Musik und auch dem Pegel der Stimme. Ich habe ein bisschen was gemacht und wie viele von euch vielleicht schon sehen, haben wir ein neues Layout. Und ich mache mal ganz kurz für mich die Musik ein kleines bisschen leiser. So. Wie ihr seht, haben wir ein ganz nagelneues Layout. Wir haben uns zusammen mit dem Designer-Team ein bisschen hingesetzt. Das ging so, das hier ein ganzes Designer-Team, aber... Naja, basically habe ich mich einfach mit ein paar Designern zusammengesetzt. Wir haben uns ein cooles neues Layout überlegt. Ein paar neue Szenen. Gestern alles eingerichtet. Also ganz nagelneu. Es sollte hoffentlich soweit alles passen. Ja. Ich bin mal gespannt, wie gut und ob es so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Ihr könnt gerne übrigens gleich mal die Chatbox benutzen. Wenn die Chatbox eingeblendet wird. Aber würde ich sagen, starten wir einfach mal direkt rein. So, ihr seht schon. Eine nagelneue Szene. Und wenn ihr jetzt mal was in den Chat reinschreibt, dann sollten die Nachrichten gleich auch richtig cool erscheinen. Und es funktioniert. Ich find's geil. Also, ich muss einfach sagen, der hat das Designer-Team sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Und was wir sonst noch haben, haben wir einmal diese Szene hier, wo ihr quasi hier direkt dann das hier sehen könnt. Zack. Und selbstverständlich auch hier funktioniert alles. Ui, ui, ui. Und was auch geil ist, Achtung, es sollte jede Sekunde da sein, wir können Nachrichten anpinnen. Heißt, wenn ihr was Cooles in den Chat reinschreibt, dann habt ihr die Chance, dort oben angepinnt zu werden mit eurer Message. Ah. Ja, Chat, was haben wir heute vor? Einmal habe ich natürlich vor... Ich glaube, wir haben ein bisschen Minecraft zu spielen. Und morgen wird dann auch mal wieder nach langer Zeit ein Video online kommen. Nach, glaube ich, über einem Jahr Pause. Habe ich mich mal wieder hingesetzt. Und ich muss sagen, das Video ist einfach cool geworden. Muss ich einfach mir selbst loben. Thumbnail, soweit ist alles schon gemacht. Ich konnte es nur gestern nicht mehr fertig hochladen, das Thumbnail. Über Mobile. Nein, werde ich heute machen, dann wird spätestens heute Abend wird dann eine Premiere stehen. Dann würde ich mal gucken, dass wir eventuell mal hier ein Game finden. Ich muss sagen, ich bin bisher noch nicht eingespielt. Und Nomis, ich hab dich gerade in Discord gepinkt. Was sagst du zum neuen Streamings-Layout? Auch die Alerts und alles sind neu. Bevor bis die Runde beginnt, gehen wir mal kurz hier markieren die Ansicht. Kann sein, dass ich das letzte Woche schon
entfernt hatte Mod. Na, chillig, aber direkt gewonnen. Ich finde es so interessant, dass jetzt hier oben noch die alten Messages drin. Warte. Geht hier nicht wieder direkt, schade. Weil ich kann mit dem PC nicht schreiben, wenn ich keine neue Nummer zum alten Account habe. Ja. Dann probier jetzt mal, ob es jetzt geht. Sollte eventuell jetzt wieder gehen. Dann gehen wir auf Fullscreen. Ich muss sagen, ist wirklich das neue Layout und so weiter ist ganz geil. Schade. Ich habe auch ein neues nagelneues Pack. Und für die Leute von euch, die unter euch die Subs sind. Nice. Für die Leute, die unter euch Subs sind, ihr werdet bemerken, ihr habt ein ganz nagelneues Badge bekommen. Und falls ihr noch kein Sub ist, go for it. Auch die Alerts und alles ist ganz neu. Sie alles neu gemacht. Oder einen Großteil neu gemacht. Und komm, den kriegen wir. Den sollten wir eigentlich kriegen. Let's go. Hi, wie geht's? Mir geht's gut, Nomis. Wie geht's dir? Was mich vor allem interessieren würde, wie findest du das neue Layout? So. Also ich muss sagen, ich bin mit dem neuen Layout sehr zufrieden. Ich hoffe mal, ihr als Chat findet das auch in Ordnung. Ansonsten hat die ganze Arbeit nichts gebracht. Na. Ah! Shit. Leider ist die Chatbox noch ein bisschen glitchy. Eigentlich sollte die hier nicht ausgeblendet werden, aber naja. Und wenn jemand, der gerade zuschaut, noch kein Follow da gelassen hat, dann lasst mir gerne ein Follow da, denn ich würd euch gerne die neuen Alerts zeigen. Die sind nämlich richtig cool. 7 Werbung. Ah, nice. Chillchen. Ich krieg am Ende wahrscheinlich 3 Cent davon von Twitch. Gut, du willst dich erstmal wegpollen. Dann habe ich auch noch Zeit, mir Sachen zu applyen.
Ah, die Fire Resistance Potion hat da etwa jemand vergessen. Nice. Also jedes Mal, wenn ich drüber gucke auf meinen zweiten Monitor und dann wieder dieses neue GUI sieht, dieses neue Streaming-Overlay, bin ich jedes Mal wieder so froh. Froh, genau. Bin ich jedes Mal so froh, das getan zu haben, weil ich persönlich finde es geil. Müsst ihr mir sagen, ob ihr es findet. Let's go, easy. Warum 7 Werbung? Pff, fragt es Twitch. Kann ich denn nicht beantworten? Und Peggy ist da und damit seht ihr auch zum ersten Mal das neue Sub-Badge. Na, ich habe noch kein gutes Aiming. Aber trotzdem gewonnen, nice. Und Peggy, was sagst du zum neuen? Zum neuen Sub-Badge. Wenn ich mal ganz kurz was in den Chat reinschreibe, dann seht ihr auch das Einjahresabzeichen, weil ich natürlich bei mir selber automatisch von Twitch her Abonnent bin. Also ich tue quasi automatisch jeden Monat kostenlos für meinen eigenen Channel zusammen, aber es wird nicht angerechnet. Und ich kriege dafür natürlich auch kein Geld. Ah, die gute Kombo. Schade. So, jetzt schreibe ich mal was in den Chat. Coole Leute. Haben das hier als Badge. Und Gamer77 will einen Mod haben. Natürlich, Nomis. Auch für deinen 5. alten Account gibt es einmal Mod. Ja. Na. Schade. Da kurz bei mir im Namen seht ihr das ein Jahresabzeichen. 16 Monate sind es mittlerweile auch schon. Also sorry, das neue Overlay, muss man einfach so sagen, ist einfach schön. Oder Chat, ich schreibt mal eure Meinung dazu in den Chat rein. Nein, das war nicht mein Plan. So, komm. Nice. Zack.
Chat, ich warte auf eure Meinung. Ihr habt das Gefühl, ihr seid heute sehr arg still. Ah! Gute Combo, Bro. Schade. Okay, gut, heute gibt's auch mal keine Meinung vom Chat. Ah, eine gute ja. Ja, okay, ich hatte absolut keine Aiming. Okay, der Chat hat auch mal keine Meinung. Schade. Wäre cool gewesen. Und komm. Fuck. Junge, glitch mich halt 6-mal zu runter. Von was deine Meinung? Ich hab gefragt, wie ihr das neue Overlay findet. Aber nice, dass mich Herr Pixel nicht mal rauslässt, sondern mich aber die gesamte Zeit nach unten glitscht. Komm. Den sollte man eigentlich bekommen. Ich meine, er kann sich nicht heilen, das ist nice. Nice, let's go. Hat ein bisschen gedauert, bis wir das zusammen entwickelt haben, das Designer-Team und ich. Aber ich bin zufrieden damit, muss ich sagen. Also einfach dieses... Vor allem auch die Chatbox, muss ich sagen, ist richtig geil. So schön animated. Und wenn mal jemand in irgendeiner Weise Lust hat, Bits zu spenden und gerade kurz reinzusammeln oder reinzufolgen, dann könnte ich euch auch mal die Alerts zeigen. Zack. Den sollten wir eigentlich bekommen. Chat. Easy. So lange werde ich warm. Ah, schön diese epic Musik im Hintergrund. Zack. 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 Kurz Healing Potion gönnen. Na.
Auf jeden Fall mache ich ihm schon mal deutlich mehr Damage. Let's go! Zack. Pre-Damage, nice. Oh. Wieso lasse ich mir irgendwie bauen? Seid ihr Bob der Baumeister oder warum wollt ihr so fett bauen? Und ich brenne? Zack, komm, den sollten wir eigentlich hoffentlich bekommen. Ah. Okay, leck mich halt noch mehr ein Pixel. Nice. Und der Server ist Ding. Hey Friend, gönn 5 Bits! Vielen, vielen Dank für deine 5 Bits. Ich würde sagen, Hey Friend ist wieder im Back. Kurs, dankeschön. Ich denke und hoffe mal, dass es auch von Mobile, ich weiß nicht, ob irgendjemand von Mobile zuschaut. Auch vom Mobile gut lesbar ist. Wir könnten. Die Frage ist, wahrscheinlich finden wir erstmal gerade kein Ding. Wisst ihr was, Chat? Dann können wir ganz kurz in die Ansicht gehen. Einfach mal ganz kurz ein kleines bisschen reden. Wie war der Tag oder so? Habt ihr heute was Produktives gemacht oder seid ihr einfach nur wie ich gefühlt den ganzen Tag im Bett rumgelegen? Hey Friends, sagen wir schon mal gut. Nice, das freut mich. Und der restliche Chat schreibt wahrscheinlich mal wieder. Ah, beste. Auf jeden Fall könnt hyped sein auf morgen. Wahrscheinlich morgen so roundabout 14:30 oder so. Werde ich die Premiere raushauen. Auf YouTube. Dann gibt es seit langer, langer Zeit mal wieder dort auch ein Video. Also wer noch kein Abo da gelassen hat auf YouTube. youtube.com/thedannycraft. Ich meine, ihr seht ja auch hier unten die ganzen Social Medias eingeblendet. Jedes Mal, wenn ich das GI sehe, bin ich so ultra cool. Ich weiß nicht, geht es nur mir so? Ich hoffe mal, dass die Runde hier langsamer voll wird. Kann aber blöderweise jetzt wird dauern ein bisschen. Einmal schauen. Ansonsten, Chat, hättet ihr Bock auf Bad Wars? Also ich habe so gefühlt, die einzigsten Leute, also die einzigste Person, die so reden kann, ist Hey Friend und den Rest muss man erst so 6 Mal dazu auffordern, irgendwas zu sagen, bevor sie was schreiben. @Peggy@Nomis. Ihr wisst schon, dass der Chat euch nichts kostet. Ihr könnt den Chat komplett kostenlos benutzen.
Spiel halt gerade MC. Warte. Gut. Braves Piggy. Sehr, sehr braves Piggy. Du spielst mit Luna. Ich hatte schon Angst, dass du BRC gestartet hast. Und was ist da bitte bei dir los? Was meinst du? Ich glaube, das bringt nichts. Zack, komm. Nein, ich duels. Prototype ist auch nichts Neues. Arcade Games. Was meinst du, Peggy? Zack. Ich frage mich gerade, was Peggy meinte mit "Was ist bei dir los?" Ist mein Internet schon wieder am Abkacken, oder? Ja, das für ein 1.17 bist, macht ja nichts. Hauptsache kein BRC. Ich würde ja gerne den Community Minecraft Server downgraden. Problem ist... Ey, Phil, ich hab dich gepinkt! Ich hab dich gepinkt auf Discord! Du wurdest im Live-Channel gepinkt und ich habe dich sogar in Discord gepinkt. Also bitte nicht beschweren, die hätte niemand Bescheid gesagt. Genügend Bescheid gesagt. Da bestehe ich drauf. Aber Phil, wenn du jetzt da bist, dann hätte ich gerne noch mal von dir eine Einschätzung zum neuen Overlay. Besser oder besser? Denn ich kann sich mal für ein Layout entscheiden. Hallo, das ist zum Abwechseln. So, das hier ist quasi für, wenn ich in Games drin bin, wenn ich es mal nicht vergesse. Und das ist, wenn wir gerade quasi in der Lobby sind. Das ist schön zum Wechseln. Komm her. Ja, okay. Klemm dich erstmal fest, Kabel. Nein. Ah, schade. Erst Discord, dann Twitch. Ja, eindeutig. Man sollte erst in Discord online kommen. Aber deswegen lohnt es sich ja, ein Follow da zu lassen. Wenn ihr nämlich auch selbst wenn ihr nicht Discord als erstes startet, sondern in einem Browser, dann werdet ihr selbst dann benachrichtigt. Ich meine, ihr könnt ja dual fahren. Einerseits auf Discord euch die Social Media Ping Rolle holen, dann werdet ihr auch von Discord genervt, wenn ich anfange zu streamen. Und zudem auch, und dann muss direkt weg. Ah, bester Streammod, würde ich sagen. Und auch direkt in Twitch. Dann verpasst ihr keinen Stream mehr. Ich hoffe mal auch, dass du das Film wenigstens dann morgen ins Video guckt.
Schade. Aber in 2 Assistant Kills. Zack. Ah, schade, da waren jetzt 3 Stück auf einmal. Zack, direkt wieder das holen. Die Partikel nerven. Ja, genau, hallo! Muss einbauen. Ach, komm von hinten. Kritisch. Beim Stream ist nämlich so ein bisschen kritisch, was die FPS angeht. Warte, und wir machen noch. Wir machen auf 120. Damit ich besser sehen kann, was meine wirklichen FPS sind. Ja, vom anderen Ende der Map. Einfach kein Skill. Vom anderen Ende der Map einen Bogen drauf zu schießen. Super. Dein Skill ist es, einen Bogen in die Hand zu nehmen und eine Maustaste gedrückt zu halten. Nice. So gefällt mir es direkt erstmal ein. Wie viele Bugs runtergeglitscht? 4, 5? Ah, Pixel. Also ich bin echt so hyped auf morgen, wirklich. Ich kann mich nur wiederholen. Ich will nicht, dass man sich einen Mitspieler so eine halbe Unsichtbarkeit geben könnte, also quasi durchsichtig. Ach komm, will ich bekommen? Zack. Runtergesprungen. Dann nehme ich halt dich. Zack, easy. Pack mich halt auf der Treppe fest. Ich liebe es. Hypix, Profi Beste. Du bist nur alle 3 Sekunden zurückgesetzt. Zack. Jetzt komm. Nur ein System Kill, schade. Und Phil ist wieder da, nice. Zack, komm. Ah, was zu essen? Wieder ein Random Assist. Gell, und jetzt habe ich weggestaubt. Ja, komm, einen noch mitgerissen. Nice. Aber Phil, bevor du dich so verdrückt hast, habe ich dich nach deiner Meinung gefragt.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der halbe Discord. Das halb Game of Watch irgendwie schlechte PCs hat. Oder zumindest die Leute, die aktiv sind. Also so viel oft, wenn ich jetzt von irgendeinem aktiven Mitglied von Game of Watch gehört habe. Mein PC kann gerade das nicht, mein PC ist gerade das buggy. Dafür, dass ihr Teil einer Gaming-Community seid, habt ihr irgendwie alle ganz schlechte PCs. Fall nicht einfach runter, möchte ich doch killen. Die Namensfarben sind nicht gleich wie die im Chat übrigens. Okay. Also du kriegst jedes Mal eine neue Farbe. Es wird quasi gerandom mal in Anführungszeichen, welche Farbe du bekommst. Weil sonst, wenn quasi nur jetzt hier einer schreibt, dann wäre das so ein eintönig und so hast du halt auf jeden Fall quasi garantierte Multifarben. Schade. Aber deswegen. Was die PCs angeht, ich bekomme bald einen neuen Laptop. Ja, immerhin. Aber trotzdem, wie gesagt, ist mir halt einfach aufgefallen, dass irgendwie wirklich 50% der aktiven Nutzer GamerForge aktuell Probleme mit ihren PCs haben. Zack, dann gehen wir mal direkt hier hoch. Ich habe Adventure. Ach komm! Du scheiß Sniper, Alter. Aber ich habe, glaube ich, Bock heute noch ein bisschen Bad Wars zu spielen. Auch wenn ich null eingespielt bin, was Bad Wars angeht. Und wirklich seit langer, langer Zeit kein Bad Wars mehr gespielt habe. Und auch kein PvP vor allem. Und übrigens, Pegi, falls du einen kleinen brauchst für die 1.18. Wie gesagt, Feather. Und, ey Chat, wollt ihr einen Spoiler haben? Wenn ihr Spoiler haben wollt, dann möchte ich jetzt gleich ein Follow sehen. Dann spoilere ich euch was morgen, zumindest gebe ich einen kleinen Spoiler auf das morgige Video. Also holt eure Freunde, eure Cousinen, eure, keine Ahnung, wen ihr sonst noch alles kennt. Holt eure Freunde, eure Cousinen, eure Schwestern, eure Brüder, eure Eltern, eure Großeltern, alle ran. Und sagt denen mal, sie sollen folgen. Als ob er überlebt hat, als ob. Zack. Ja, wie gesagt, für Großeltern, Schwestern, Brüder, Schwestern, Brüdern, keine Ahnung, was gibt's sonst noch? Tanten, Onkels, Cousinen. Stiefgeschwister. Alles. Fehlen, dann musst du deine Verwandten einfach dazu bringen. Ja, wie random. Zack, nice, direkt ganzes Set bekommen.
Zack. Ich denke mal, den Song müssten viele von euch kennen. Den müssten, glaube ich, wirklich viele, viele von euch kennen. Sagen wir mal, er wird von einem nicht gerade sehr kleinen YouTuber benutzt. Deutschsprachigen YouTuber. Hallo? Jetzt. Dann wollen wir mal die orangene Wolle zurückbringen. Jo, wenn ihr wollt, könnt ihr euch direkt unterstützen. Schade. Und Phil startet jetzt auch immer so. Bin weg, bin wieder da, bin weg, bin wieder da. Ach, und Piggy, zu deiner Message, die du geschrieben hast. Ich darf dich doch nicht direkt dazu auffordern, aber ich kann ja nicht kontrollieren, was ihr mit an euren PCs macht. Komm. Junge, was bist du für ein Troller, Bruder? Wahrscheinlich, ich hoffe mal. Es ist wirklich so traurig. Aber ich hoffe mal, dass Phils Abwesenheit etwas dazu mit zu tun hatte, dass er gerade einem Verwandten in irgendeiner Weise Bescheid gesagt hat, dass er mir reinfolgen soll. So. Also Phil, du enttäuscht mich. Zack, direkt mein Gipfel rein. Junge, diese Partikel. Jawohl, ich hab ihn. Direkt Hit. Nochmal ein Hit. Und jawohl. Nice. Wir haben immer gerade diesen... Frechheit. Komm her. Willst du runterspringen? Runtergeschossen werden? Du kannst nicht mehr so viel HP haben. Zack. Einmal durchrennen auf Yodo. Mäßig. Let's go. Schade. Komm. Okay, aber ich glaube, das Geheimnis, das Video bleibt bis morgen ein Geheimnis.
Ich habe noch nicht keinen Follow gesehen. Dann müsst ihr wohl noch knapp 24 Stunden damit auskommen. Zack. Nice. Nein, schade. Schade, schade. Was macht das? Ja, also letztlich, wenn die verlieren, dann weiß ich schon, woran es liegt. Was ist deine Mission? Was soll das bringen? Was soll das bitte schön bringen? Kill gestealt. Sehr frech. Ja, komm. Zack. Machst du was da vorne bei den Wolle-Räumen? Da hilft es uns auch was nicht. Hier, wo es unser Team behindert, du Anti-Teammate, Alter. Man denkt sich, ach komm, so blöd kann doch ein Spieler nicht sein. Dann läufst du aus dem Spawn raus und siehst das hier. Und siehst dann sowas hier. Also was ist das für eine Strat, irgendwo Türen hinzuklatschen? Weißt du, es gibt ja durchaus Strats, wo du irgendwas hinbaust. Zum Beispiel Buttons, damit man keine Blöcke platzieren kann und so. Aber Türen? Ah, schade. Griff deine ganzen scheiß Sachen hier, Alter. Blake was lost. Slash. Komm. Slash. Report. Blake was lost für... Cross-Teaming. So. Soll sich mal ein Hypixel-Supporter anschauen, was du eine Scheiße durch ihn machst und dich dann hoffentlich auch bannen. Zack, so. Ja, ich mach dir den ganzen Dinger kaputt. Ich hab halt aufgehört, kann das sein? Ist einfach weggerannt und... Ja. Nee, jetzt steht er vorne. Mit einem Schild. Ich werde dein scheiß Schild nicht lesen. Ja, ich kann erst mein Crafting Table. Zack.
Wirklich. Ich hoffe, dass ich das gleich mal einen Supporter angucke und Hypixel einfach in wegband. Türen hin gleich. Okay, wer war das? Ich werde nicht aufgeben, Bruder. Also wirklich. Wessen zweiter Account ist es? Türen hin. Denkt euch doch gescheit in nix aus, wenn ihr schon zweite Accounts erstellt. Nicht Türen hinklatschen. Ach komm. Ich weiß auch, warum das getan worden ist und ich halte mein Versprechen. Sagen wir so, im neuen Video geht es um einen Client. Um einen Minecraft-Client. Der eventuell für Peggy eine Alternative sein kann. Man kann auch 1.18 schon damit spielen. Du kannst Custom Mods installieren und mehr verrate ich nicht. Schau dir für morgen das 20-minütige Client Review an. Ist richtig geil geworden, das Video. Also wirklich, wenn ihr das nächste Mal euch einen Account erstellt, dann wirklich benennt sie bitte kreativer. Das ist genauso wie der. Der Ding ist, dass Game of Thrones tradet mit seinen scheiß Accounts. Das ist irgendein User, der sich für richtig dumm ist und einfach die Sachen, die er in Chat schreiben könnte, mit Accounts macht. Just why? Zack. Ich schimpfe mal ganz kurz einen Goldapfel. Zack. Ach komm, ich gehe auf Angriff. Ich habe keinen Bock, hier ewig in der Mitte rumzugammeln. Ich hoffe mal, ihr habt alle schon eure Minecraft-Accounts migrated, ansonsten könnt ihr nämlich nicht mehr spielen. Ich weiß gar nicht mehr, wann genau war das Datum. Können wir kurz einmal nachschauen, bis wann Accounts migriert sein mussten. Ich glaube, bis zum Dienstag. Der 10. glaube ich. Nee. Man musste seine Mojang-Accounts zu einem Microsoft-Account machen. Das ist quasi Migration. Da dein Account ja relativ neu war, bist du quasi automatisch ein Microsoft-Account. Weil früher hattest du quasi so einen extra, quasi Mojang-Account. Und der wurde quasi jetzt halt ersetzt durch den Microsoft-Account und wird quasi jetzt jeder Spieler gezwungen, dessen Account irgendwie älter ist als... Ah, den Song muss man auch kennen. Ich weiß nicht, seit einem halben Jahr oder so geht das nicht mehr. Also kriegt man keine Microsoft-Kontos, keine Mojang-Kontos mehr. Also kann man hier mal kurz gucken, Minecraft Account Migration Datum. Erstmal Goldapfel geklaut. Kann man wirklich ganz kurz nachschauen, was das Datum war. Deswegen hoffe ich, dass ihr alle eure Accounts quasi migriert habt, weil ansonsten könnt ihr nicht mehr spielen. Das Datum müsste eigentlich auch schon vorbei sein. Kannst du mal aufhören, mich jetzt zurückzulegen? Ich würde echt gerne so die Hypixel-Konsole sehen, was da gerade drin steht. Server am Laggen, Achtung, Server am Laggen. Lagging, alle Spieler erstmal 300 Blöcke behind. Ah, schade. 10. März, es müsste am... Wann war das? 10. März. Warte mal, 10. März... Ich weiß gerade gar nicht, welcher heute ist.
Ich glaube, es müsste Dienstag gewesen sein, kann es sein? War das Dienstag? Ich glaube. Ich meine, das müsste. Guck kurz nach. Das war vor 2 Tagen. Ah, okay, dann war es nicht Dienstag. Der 9. war ein Mittwoch. Okay, Mittwoch. Ah, die Woche ging viel zu schnell rum. Okay. Also Mittwoch. Und Schokowaffel ist back auf Discord. Nice. Ach übrigens, auch nochmal. Ich glaube, ich gebe nochmal einen kleinen Video-Spoiler. Es wird morgen ein Giveaway geben. Oder spätestens am Mittwoch. Am Dienstag ist, laber ich. Also entweder bis spätestens am Dienstag wird es ein Giveaway geben, damit ihr Feder spielen könnt. Ich verrate noch nicht zu viel, aber es könnte vielleicht sein, dass ihr der ein oder andere danach sagen möchte, er will mit Feder Clan spielen. Ja, PG ist gefühlt immer sehr still. Eigentlich sollte man sie umbenennen in Stille Peggy, nicht Sturm Peggy, sondern Stille Peggy. Warte mal, geht es nicht sogar? Naja. Eigentlich muss man Peggy umbenennen, wirklich entscheidend. Sturm Peggy, stille Peggy. Oder inaktive Peggy. Das finde ich zwei sehr, sehr schöne Namen. So, dann gehen wir mal direkt bei los. Neun Werbungen. Ah, GG. Ne, ich glaube, ich bin immer nur gerade zu sehr damit beschäftigt, Minecraft zu spielen. Auch wenn ich der Meinung bin, dass hier im Chat schreiben deutlich wichtiger sein sollte, Peggy. Ah. Das Geile ist, dass morgen können wir auch wieder Survival spielen. Weil ich will jetzt nicht im Stream irgendwie zu viel von diesem Client zeigen, sonst guckt ihr morgen an das Video nicht mehr. Also der Stream sollte eigentlich nicht laggen. Also von meiner Sicht aus scheint alles flüssig zu laufen. Eventuell ist es ein Problem von seiner Internetverbindung oder so. Weil was ich hier gerade bei mir im Dashboard sehe, sieht gut aus. Sieht nicht nach irgendwelchen Lags aus. Nee. Übrigens, Lag schreibt man mit A. Zack. Ich habe so lange keinen Dinger gespielt. Okay, komisch. Weil bei mir sagt das auch, der Stream ist in Ordnung und es beschwert sich auch niemand anders im Chat über irgendwelche Lags, also. Okay, bei Phil lag's auch.
Hummel. Also bei mir läuft alles flüssig. Ist ja gerade die Tür so belastet. Ich guck gleich mal, ob die Tischser überlastet sind. Ansonsten wüsste ich nicht, woran es liegen könnte. Gehe ich zu Diaz? Ich gehe zu ihm. Komm, ich gehe zu Türkis. Zack. Wie heißt das Tipp? Lean kann nicht schlecht sein. Das ist Magister X16. Ist er aus der Welt gefallen oder wo ist er gerade? Oh, die Combo. Chat, das kann einer klippen. Weil wartet noch ganz kurz, er respawnt ja gleich. Das könnt ihr jetzt klippen. Bitte einmal klippen. Easy. Warte mal, ich brauche hier so eine schöne Taste. Die hier müsste automatisch einen Clip erstellen. Also es ist auf jeden Fall auf TP24, da habe ich es auch her. So. Dann Rosa hat noch ein Bett, dann gehe ich zu Rosa. Ich meine, Rosa ist ja auch aktuell ein bisschen abgelenkt. Erstmal abbauen aus Versehen. Ich denke mal auch mal Jester, keine Ahnung. Kann ich nicht genau sagen. Also ich kenne das Texture Pack halt nur unter diesem Mann. Zack. Das war close. Scheiße. Ich lege komplett. Shit, er kommt. Na, fuck! Das Deckchip heißt Magister X16X. Warte, wenn ich hier hingehe. Dann kann man es eventuell sehen. Der, ach, Mauszeuge würde ich aufnehmen. Jetzt. Da. Jetzt ist Logo hier, wo quasi es gerade ist. Da siehst du es. Es ist, glaube ich, ein bisschen schwer zu sehen, aber. Kannst auch gerne auf Discord reinsenden. Ja. Hier. Na, wo, also hier ist ja mein Mauszeiger. Hier unten. Warte, ich schreibe den Namen kurz in den Chat rein. Das anpinnen. Macht dir nichts, wenn der Clip doppelt ist. Erschau ist blöd. Hast du gerade keine geteilten Maps online?
Die kenne ich nicht. Also ich hab's von TP24. Also muss es eigentlich geben. Oh, Peggy beleidigt. Can I get the Big Mac? Okay, interesting map. Hallo, Phil. Möchtest du andeuten, dass du meine Streams mit Adblocker schaust? Phil, ich bin enttäuscht. Nö, hat er nicht. Okay. Immerhin. Also man sollte meine Streams nicht mit Adblocker schauen. Also generell sollte man YouTube... Also ich, mal ganz ehrlich, den Creatoren gegenüber, es ist am fairsten, wenn ihr keinen Adblocker installiert. Weil in jedem Video, in jedem Stream steckt in irgendeiner Weise Geld oder Arbeit. Zack. Denkst du, so leicht ist, mich zu rushen? Nice. Ja, erstmal vertappt. Let's go! Let's go! Aber er soll quasi niemals irgendwelche Videos oder Streams ohne Adblocker anschauen. Ich weiß, Werbung kann annoying sein. Aber es gibt eigentlich immer eine Möglichkeit, die Werbung auszublenden, ohne dabei den Creator nicht zu unterstützen. Sei es auf Twitch, Subs oder auf YouTube, YouTube Premium. Weil es ist quasi einfach den Streamern und so weiter gegenüber unfair, die sich da... Ja, ich habe keinen Link zum TP, sorry. Mehr als den Namen kann ich jetzt auch nicht geben. Ah fuck, er hat sich angesneakt. Ich habe keine Blöcke mehr. Weil in jedem Stream und in jedem Video steckt quasi Arbeit. Was ist passiert? Naja, ich meinte einfach nur, ihr solltet niemals Adblocker oder sowas aktivieren. Bei irgendwelchen Streamern oder so. Weil das hat einfach nur negative Auswirkungen. So, weil hinter jedem Stream, hinter jedem Video steckt Arbeit, steckt vielleicht auch Geld, was in irgendwelchen Videos reingepumpt worden ist. Stehen Leute, die vielleicht davon auch ihr Geld verdienen. Und es ist meiner Meinung nach immer nur fair, da ihr den Content ja kostenlos genießen dürft, wenn ihr Werbung, dadurch, dass ihr quasi Werbung bekommt. Deswegen einfach, es ist einfach fair, Werbung anzulassen. Also meiner Meinung nach ist ein Adblocker nicht fair der Community gegenüber. Der Community, dem Streamer gegenüber oder generell dem YouTuber. Oh, hier ist der Shop so komisch.
Weil zum Beispiel in diesem Overlay steckt ja auch Arbeit von Designern, die ich bezahlt habe. Und deswegen bin ich auch froh für jeden Cent, der über Werbung nur reinkommt. Und ihr könnt, es gibt ja eigentlich immer auf jeder Plattform die Möglichkeit, eine werbefreie Wiedergabe zu bekommen. Wie gesagt, auf Twitch Subscriptions, auf YouTube Premium, da kriegen die Creator nämlich auch ihr Geld. Heißt, sie können... Woher kamst du denn? Scheiße. Oh, das ist so eine Kack-Map. Oh, nee. Fällt mir jetzt auf, was das für eine Rotz-Map ist. Das ist diese Sneaky-Map, wo man von hinten hinkommt. Oh, ich hasse sie. Na, schade. Also Ping geht übrigens, ein Ping war sehr, sehr unnötig. Just saying. Wir könnten, warte mal, fällt gerade auf. Zack. Zack. Wir können gleich mal die ganzen Mystery Box öffnen, die ich hab. Und ich fange mal rechts an. Ja, 100 Skyward Souls, in Ordnung. 10 Mystery Dust. Oder ich nehme die Erfahrungspunkte. Zack. 24 Mystery Chests. Sind die geordnet nach... Ich sehe die ganze Zeit Pinges. Ja. Jedes Mal, wenn ich aufs Discord-Logo gucke, sehe ich ein Ping. Zack. Und die nächste Mystery Chest. Dort haben wir. Ausdrücklich mitspielen, wenn ihr mitspielen wollt. Dann würde die Freiwillige schon Loop beantworten, auch der Bot hat ihr das mitgeteilt. So. Bisher haben wir echt nur aus den Mystery Boxen nur Schrott gezogen. Nice, schon was bekommen, was ich schon längst hatte. So muss das. Und... Zählt... Ich will ja nur doppeltes Ding. Nee, ich warte auf keinen... Ich spiele auch meine Runden und dann kommt es dann darauf an, ob du in der Runde drin bist. Weil wenn ich warte, dann sieht es in 90% so fein aus, ich renne 5 Minuten in der Lobby rum und nur am Ende dann irgendwie zu hören, ich komme doch nicht. Bisher ist aber nur Scheiße in der Mystery Box drinne.
weg. Wie lange streamst du? Hängt davon ab. Braunes Pferd hast du, das sind die. Hängt davon ab, ob okay. Also ich kann nicht sagen, ich streame einen Moment. Ach komm, jetzt muss ich noch einloggen. Ich muss mal schauen, ob ich gleich noch was hab. Na, scheint nicht so. So. Ich denke mal noch für 1 bis 1,5 Stunden. Hat gleich so ein kleines bisschen gedauert. Warte, wir machen noch schnell. Ach so, chillig. Als ob es genau in der Sekunde prozessiert worden ist, als ich das Ding probiert habe. So. Steht aber jetzt schon mal nice. So. Dann gehen wir mal in die Ansicht hier. Schön Gameplay auf große Dinge. Aber mal schauen, wie extrem. Ich meine, ich werde ja auch noch die Premiere für morgen vorbereiten. Also, ja, einfach mal schauen. Zack. Und aktuell kommt noch niemand. Nice, gefällt mir. Das ist nämlich so einer von diesen. Weil ich diese Maps, wo ich von hinten kommen kann, die mag ich nicht. Man ist gerade weg. Ja, dein Bett wird eh gerade abgebaut. Dann gehe ich glaube erstmal zu Dias.
kein unnötiges Risiko schaffen. Oh, manchmal will ich mir so, ich will mir so gerne wieder Free Look Back. Aber leider ist der nicht auf Hypixel nicht erlaubt. Er hat ein Steinschwert. Ah, komm! 1 HP, ist es dein Ernst? Ja, 1 HP, es ist lächerlich. Zack. Wie kann eine... Junge, wie hat, kann er so viel Gold schon haben? Ich habe die Lösung. Für was? Einziger Skill ist Blöcke zu spammen. Ich gehe wieder in Dinge rein. Ah, nice. Legt er sich auf einmal einfach her. Chillig. Danke, dass du mich mitgeheilt hast. Nice. Ich dachte eigentlich, dass Streamer das auch können. Okay. Ja, mal schauen. Ich meine, ich muss mir überlegen, weil die Leute, die wenn überhaupt Editor-Rechte bekommen, die werden dann natürlich... Ah, jetzt kommt der WBN. Immer die Leute, die per DM nerven. Weil wenn ich quasi Leuten irgendwann mal Editor-Rechte gebe, dann erwarte ich schon, dass sie wirklich bei jedem Stream dabei sind. Nicht, damit ich irgendwann wirklich 500 Leuten Editor... Ich glaube, so viele Leute können gar nicht Editor-Rechte haben. Ja, danke für die Heilung. Die nehme ich gerne. Zack, komm. Oh. Ja, danke, dass du mich immer mitteilst. Das muss ich sagen, sehr nett von dir. Und ich dir einfach gleich wieder deine Herzen abziehe. Zack, let's go. Hey, Friend, danke für deine 3 Bits. Zack, kurz erstmal Projektumfehler fixen. Zack. Ich will hier hin. Auch schon geil. Und ja. Wie findest du Luna Plus? Puh, was
soll ich jetzt der Gescheites drauf sagen? Also Luna Plus. Ah, Pegi ist glaube ich wieder da. Ja, Luna Plus, ich weiß nicht, ob sich überhaupt. Ich hab's mal für einen Monat gehabt. Ich überleg's mir jetzt eventuell demnächst nochmal zu holen. Weil ich meine, du kriegst ja dadurch durch bei Luna quasi so Special Cape und so weiter. Und auch jeden Monat random Emojis. Emotes. Ja, komm. Das wird sehr wahrscheinlich nichts. Ich kann ja probieren, wenn ich versuche, ihn über die Angel kurz. Nein! Nur noch komm, nicht retten, die ich nicht schaffe. Aber ja, also ich meine, deine Überlegung, ob du dir natürlich Luna Clan Plus holen möchtest. Jetzt mal gucken, ob es quasi wirklich mehr und neue Emotes gibt, aber so viele Leute habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich habe auch so das Gefühl, dass die Anzahl an Usern, die Luna Plus hatten, deutlich gesunken ist, weil viele Leute gemerkt haben, dass es gar nicht mehr so toll jetzt ist. Ah, super. Nice. Sehr toll. Das sind auch Dinge, die ich bestimmt kann. Nee, ich kann halt komplett nicht suchen. Aber geil, zwei neue User. Damit haben wir die 500 Member geschafft auf Game of Forge. Let's go! In 3 Tagen wird der Server 1 Jahr alt, Game of Forge. Da wird es erstmal geile Giveaways geben. Also außer den Discord, wer. Ach, die schon wieder. Außer den Discord, wer es nicht verpassen möchte. Okay. Nein. Na komm. Ah, Mann! Zack. Nächste Runde. Na, er trifft mit der Angel euch besser, aber die Kombo gelingt ihm nicht so richtig. Als ob er mit einem Herz überlebt hat. Kein Stream, ohne dass Danny danach zum Arzt muss, was? Wann muss ich denn zum Arzt? Und, oh, lol, mir fällt gerade das auf. Ja. Man sollte vielleicht auch. TTS geht hier nicht. Warte. I know what the problem is. Warte. Warte. Da haben wir es. Einen Moment, es sollte gleich wieder gehen.
Es sollte gleich wieder gehen. Okay, jetzt haben wir noch TTS, zack. Zack. So. Das ist der Nachteil von dem neuen Ding. Neue Quelle. Das habe ich komplett vergessen. Wir müssen so. Das muss auch noch hier eingefügt werden. So, damit sollte TTS wieder gehen. Ich will, dass ihr eure Kanalpunkte beißen könnt. Warte, ich teste noch mal ganz kurz. Test. Ja. Scheinen wir zu gehen. Nice. Um die anderen Kanalpunkte Rewards kümmere ich mich mal später. Das dauert nämlich etwas länger, die einzurichten. So. Ich hoffe mal, dass wir die Runde voll kriegen. Derweil mache ich wieder das Ding an. Also für ganz unbesorgt sein, TTS geht wieder. Warte, Slash. Party. Habe ich doch gerade gesagt, Peggy, hörst du mir nicht zu? Das geht noch nicht. Also nochmal, kein Stream ohne Destiny danach zum Arzt muss kleiner als drei, 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 kleiner als drei. So, zwei User fehlen noch. Drei kleiner als drei, 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 kleiner als drei. Danke, es reicht. Kleiner als drei, 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 kleiner als drei. Wie lange geht's denn noch? Komm, Runde, werd doch mal voll.
Hey Friend, danke für deine 4 Bits. Ach komm. Huch. Wo ist es hin, Phil? Wo ist dein TTS hin? Das tue ich mir nicht nochmal an. Komm schon, Runde wird voll. TTS ist für sie. Eigentlich müsste eigentlich so eine Regel einführen. Also Regel einführen. Jeder, der TTS Spam macht, kriegt direkt Mute. TTS ist nicht dafür da, mich mit kleiner als 3 voll zu spammen, Phil. Ich glaube, ich ändere nochmal TTS ab. Und sag maximal 10 Zeichen. Nee, ich sag maximal 2 gleiche Zeichen werden vorgelesen. Wenn es mehr sind, wird nicht mehr vorgelesen. Aber ich meine, wird mich immerhin nicht, werde ich heute nicht mehr genervt, wenn Phil weg ist. Komm, ein Spieler noch. Wir können gleich starten. Ein einziger Spieler noch. Komm, schon. Bitte, Herr Pixel. Was spielst du eigentlich? Ja, ich warte eigentlich gerade darauf, dass die Lobby hier voll wird. Es wird ein Spieler noch, damit das Game starten kann. Komm schon. Ja, let's go. 3, 2, 1, zack. So. Na, schade. Ah, schade. Ich hätte gehofft, dass er mich nicht sieht. Nein! Ach komm, jetzt reingeschafft. Ach komm, ich werde einfach durchrennen. Jungs, ihr müsst jeden einfach verteidigen, okay? Ich kümmere mich ums Angreifen. Nein, schade. Das könnte mir aber eventuell beim nächsten Mal als Landeplattform gelten. Nein, er ist nicht runtergefallen. Sheesh. Aber er ist tot, immerhin. Jawohl. Nein! Ach, komm. Schade. Ich hoffe, jeden wird schön gut defended. Okay, er geht schon mal auf Angriff. Go, go, go! Na, droppt, schade. Na, Achtung, er kommt durch. Schade. Ah, immerhin noch gekillt. Bitte fallen runter. Nein, natürlich nicht.
Komm, wir müssen einen Ausgleich noch mal, einen Punkt wenigstens noch bekommen, damit wir ausgleichen können. Noch 12 Minuten für einen Punkt. Das sollte eigentlich möglich sein. Na, schade. Komm schon. Na. Okay, auf welche Range hast du mich gehittet? Sorry, Bro. Die war keiner sus. Kennst du, dass der eine mit Range reinhackt? Ach, ne. Absolut kein Bock darauf, jetzt gegen Hacker zu spielen. Na? Ja, GG, ich glaube, es wird nichts mehr in die Runde, wenn wir verlieren. Die kriegen keinen Knockback, habe ich irgendwie das Gefühl. Als ob ich den Jump nicht geschafft habe, bruh. Wieso? Nice. Ja, hab ihn. Geil. Komm. Ja, 2 Punkte wird kritisch. Ich glaube nämlich nicht mehr, dass wir es schaffen. Auch wenn wir in der Zeit, glaube ich, besser werden, aber. Einfach durchrennen. Zack. Nein! Ah! Come on. Hätte was werden können. Ich meine, immerhin habe ich sie zurückgezogen. Dafür gesagt, dass sie sich zurückziehen. Geist, wo seid ihr eigentlich? Sag, jetzt bin ich, ihr campt da irgendwo drinne. Hm. Eventuell sehen sie mich nicht. Zack. Komm schon. Nein, ich lauf runter. Oh mein Gott, no. Warum bin ich da runtergelaufen? Da geht sie hin, die letzte Flagge. GG. Das wird er mit 90% Wahrscheinlichkeit schaffen. Ja. GG. Ah! Jetzt tut es mir nicht an, ich warte jetzt nicht mal länger. Das ist mir zu blöd. CP.
Geschichten. Was stand da gerade? Warnung, dieses Spiel ist nur für sehr erfahrene Spieler empfohlen. Oh ja. Dieses Game ist absolut bringt einen absolut zum Aufregen. Aber es ist ganz gut, um PvP zu trainieren. Nice. Zack. Schade. Ja, wir müssen PvP trainieren. Das ist praktisch, das kann man hier ganz gut üben. Auch wenn es dezent aggressiv machen kann. Ne, mit dem lege ich mich nicht an. Ich bin so mittel in der Mitte drin. Nice. Ja, geil. Ich habe ihn immerhin bekommen. Nice. Ah! Schade. Und ich glaube, Phil ist gerade schon wieder nicht anwesend. Würde ich mal ganz so spontan schätzen. So, da haben wir Gold. Da vorne ist ein Event. Let's go. Zack. Weil an Events kriegt man mich ganz geil von Gold her. Auch wenn er ständig gekillt wird. Oh, direkt Golden Head zum Anfang. Erstmal kurz Agro gemacht. Zack. Auf welche Games hätte ich eigentlich noch Bock drauf zum Zocken? Okay, hier lande ich jetzt also. Schade. Oh, er ist low. Na. Nice, ich habe ihn bekommen. Den Goldapfel gönne ich mir. Den G-Head. Zack. Let's go, nächster G-Head. Komm her. Die Party ist schon längst da. Ausrufezeichen mitspielen. Lest den Stream-Channel, Jungs und Mädchen. Wie gesagt, ausdrücken mitspielen. Da steht alles, wie ihr mitspielen könnt, wenn ich auf der Pixel online bin. Verstehe nicht, warum das irgendwie immer so schwer zu scheinen sei. So, nice. Oh nee, danke.
Warum räusper? Phil. Aber schön, dass du offenbar noch da bist. Komm schon. Nein, schade. Ah, dieses Outro erinnert mich immer dran. Ah, ich weiß nicht, wer Life is a Glitch gesehen hat von Julian Bam, die Netflix-Serie. Just ignore me. Ah, natürlich kommt der direkt an. Du Kleiner, ich hasse es. Hier ist so viel gestaubt. Und direkt in den Battle Pit, let's go. Diese Song erinnert mich immer an Life is a Glitch von Julian Bam. Wirklich geile Serie, muss ich sagen. Viel zu kurz nur. Also ich hätte mir eine Fortsetzung und so weiter gewünscht. Kann es sein, dass er reinhackt? The Real Honey? Deine Hits sahen mir gerade ein bisschen komisch aus. Ich habe aber nicht genau drauf geachtet. In der Lava lande, du willst. Wie sich alle auf mich stürzen. Ich darf ich nicht mehr sagen. Okay. Also dann tut der Streamer, der hier sitzt, dieses Wort nicht mehr benutzen. Für die nächsten 5 Minuten, würde ich sagen. Also bis 5.07 Uhr durfte Dannycraft dieses Wort nicht mehr benutzen. Okay, von mir aus. Ja, weh, du stießt mir den Kill. Ja, weil du mir stießt. So. Komm her. So. Zack. Ach komm. Komm her. Der Dannycraft würde ich jetzt gleich killen. Der Dannycraft muss gleich mal schauen, was das ist, dass die nicht beim ersten Mal Damage kriegen. Der Dannycraft nimmt sich das Gold. Phil, gut, dass du es gerade erwähnst. Das war ein Anfangsbeispiel. Es war, um zu zeigen, welches Wort der Dannycraft nicht mehr sagen darf. Das zählt nicht. Am Anfang war dieses Wort absichtlich gesagt von der Dannycraft. Nein, wie gesagt, erstmal, es liegt in. Wir setzen es jetzt kurz aus. Es ist Mai, es liegt an mir, ob ich sage, ich gebe sie zurück. Und ich sag, das war am Anfang komplett gemein. Warum solltest du entscheiden dürfen, ob das zählt oder nicht? Deswegen. Das war einfach nur ein Beispiel, um zu sagen, quasi ab jetzt darf ich nicht mehr sagen, weil sonst wundert sich der halbe Chat, warum ich es jetzt nicht mehr sagen darf. Und. Nein, du hast die Kanalpunkte noch nicht back. Deswegen. Deine Kanalpunkte sind immer noch in der Warteschlange. Die werden erst dann abgerechnet, weil ich die dir gar nicht zurückgeben kann. Die werden erst dann abgerechnet, wenn die 5 Minuten um sind.
Jetzt ist halt zweimal in der Warteschlange drin. Also, Phil, das ist jetzt, ich darf die nächsten 5 Minuten kein Ich mehr sagen, und zwar ab jetzt. Stanleycraft wird dich nicht töten, schade. Das muss man ja so genau betonen, ansonsten versteht es eine gewisse Person wieder falsch. Stanleycraft darf dieses Wort bis 5.10 Uhr nicht mehr verwenden. Komm her, Stanleycraft wird dich töten. Komm her. Ist klar. Woher kriegt der Stanleycraft diese Pizza? Piggy, denkst du wirklich, der Stanleycraft fällt darauf rein? Der Stanleycraft wäre es trotzdem aufgefallen. Komm zu der Stanleycraft. Also dann, welches Wort darfst du bis 17.10 Uhr nicht mehr sagen? Kleiner als drei, 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 kleiner als 33, kleiner als drei, kleiner als drei, kleiner als drei, kleiner als drei. Das Wort, das The Stanleycraft nicht sagen darf, ist die erste Person Singular. Stanleycraft sieht, dass Phil beleidigt. Stanleycraft darf die erste Person Singular noch für eine Minute nicht benutzen.
Geil, 5 Minuten sind um, let's go. Ihr wollt also nur Emote-Chat. Bitteschön. Dann will ich jetzt aber auch gescheit Emotes sehen, ansonsten. Also auf die Emotes in den Chat rein, Chat. Ja komm, das waren jetzt 2 Emotes, Chat. Hat sich dafür der... Das ist wirklich gelohnt. Ach komm. Zack. Na? Erstmal ganz kurz die Belohnungswarte. Es sind schon alle Widgets weg. Ich danke Twitch. Wirklich. Ich find's geil, das... Oh, ne. Komm, da geht deutlich mehr. Da geht deutlich mehr. Chat, da geht mehr. Der Oni-Sub, Oni-Emote-Chat geht gleich aus. Ja, Killstealer. Also Chat, also mal ganz ehrlich, wer denn Oni-Emote-Mode haben möchte, sollte auch Emote schreiben. Das ist doch absolut useless gewesen. Mehr Emotes! Mehr! Darf ich nicht immer den gleich? Ihr kennt so gefühlt ein Emoji. Das ist der kleiner als 3 Emoji. Oh, nicht schwer, ja. Und der Only-Sub-Mode geht gleich aus, also beeilt euch. Schreibt noch schnell eure letzten Emojis in den Chat rein. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit gegen dich zu kämpfen. Du hast die 10-mal bessere Ausrüstung als ich. Und 5, 4, 3, 2, 1. Und der Only Emote Chat ist wieder aus. Was kommt sonst noch mal? Fünffach Combo von kleiner als 3 haben wir geschafft. Nice. So, ich überlege gerade, welches Game es noch Sinn macht anzufangen. Ich glaube, wir machen noch einfach ein paar Duels. Wir gehen gleich wieder in Duel Arena. Zack.
dann geht's noch circa eine halbe Stunde. Nee, Survival werde ich nicht spielen, weil Vanilla ist blöd an den Client, den ich normalerweise dafür nutzen würde. Den werde ich euch morgen erst vorstellen. Na, natürlich, ich habe direkt gewonnen. Habt ihr das gerade eben auf dem Screen gesehen? Show that you are a real fan. Also. Zeigt, dass ihr ein echter Fan seid. Und der passende Link landet auch gerade schon im Chat. Also wie gesagt, das, was gerade auf dem Screen erfüllt ist, zeigt, dass ihr ein richtiger Zuschauer, dass ihr gute Fans seid, richtige Fans seid. Ja, was bringt ihr das Hochtauern? Und PG ist der Party beigetreten. Let's go. Und in die Lava mit dir, komm. Let's go. Hol ich mal PG hier gleich rein. Slash P. Mal soll ich auf Slash öffnen? Ich bin auch die neuen Versionen von Minecraft gewohnt. Oh, let's go! Let's go! Zack! Piggy müsste jetzt hier drinnen sein, auf dem Server. Zack. Jo, okay, was? Was für fette Le. Hallo. Läufst du oder leckst du? Zack. Nein, Piggy scheint mir nicht hier drin zu sein. Kann das sein? Oder ist er immer nur tot? Hey, Friend, gönnt wieder einmal 3 Bits. Dankeschön. Hallo. Ja, GG. Ein Hit noch. Ja, GG.
Komm, her. Nein, 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 nein. Schade. Piggy. Piggy, oh Gott, sie kann schwimmen. Piggy. Ja gut, nur dass Piggy irgendwie komplett random rumstand, nichts gemacht hat in der Luft. Piggy. Eventuell schiffst du dieses Mal nicht so random in der Luft rum. Mann, Piggy! Piggy! Piggys MC war gerade. Natürlich. Classic Duels. Mir scheint, Piggy wird weiterhin nur da vorne rumschweben. Piggy. Piggy! Piggy! Macht ein Hecklein da aus! Zack. Ich glaube, ich krieg Piggy einfach gleich mal aus der Party raus. Ich glaube, nein. Aber ich weiß es nicht. / P-Kick Sturm Piggy. Deswegen seid auf jeden Fall morgen 14.30 Uhr dann mit dabei. Solo-Duells. Classic Duell, so. Deswegen seid auf jeden Fall morgen 14.30 Uhr dabei.
Weil ich glaube, vor allem für PG wird das ganze Ding eine Alternative sein. Lieber den Client anstatt irgendwas wie BAC. Ja, GG. Oh. Als ob der letzte Hit von ihr auch noch durchkam. Ah! Als ob sein letzter Hit wirklich noch durchkam. Nein. Ach komm. Dieses ganze. Ich werde nicht hingelegt. Aber im Anbetracht auf die Zeit würde ich sagen, suchen wir euch gemeinsam noch einen tollen Kanal aus zum Raiden. Und dann war es für heute. Dann bereite ich das Video komplett fertig vor. Tu die Premiere planen. Wer noch nicht getan hat, sollte mir deswegen auf YouTube folgen, dann werdet ihr auf jeden Fall benachrichtigt. youtube.com/thedannycraft. Wenn hier seht ihr es auch. Schön. Ja, da hier unten drunter. Dann suchen wir uns gleich mal ein schönes Schimmer aus. Das ist hier im Moment, da müssen wir alle mit inkluden heutzutage. Zack, wir switchen zum Screen. Mal warte, bis Twitch geladen hat. So. Hallo? Müsst ihr, wenn ich meinen Bildschirm anzeigen? Jetzt. Wir gehen in die Kategorie Minecraft. Space mit X-Castcraft ist gerade live. Okay. Wenn wir jetzt sagen, hier von wenig zu viel. Ich glaube, wir gehen eher zu einem großen Streamer hin. Create live, also ein der vier, fünf nehmen wir. Boah, Cast, ich glaube ich nehme Cast. Dann würde ich sagen, nehme ich Cast. Also. Weil bevor ich es mache, mache ich eine ganz kurze Sache noch. Hier da, ein ganz kleines Momentchen. Und zwar aus einem sehr guten Grund. Wenn wir gleich raiden. So, vier Zuschauer sind ready. Wenn ihr gleich bei Cast seid im Stream, bitte einmal Hashtag die Dannycraft reinschreiben.
Nicht am Spam, aber vielleicht auch ein oder zwei Mal reinschreiben, okay? Chat. Wir können es ja ganz kurz üben, bevor wir rübergehen zu Cast. Ihr könnt mir mal zeigen, wie gut ihr seid. Ja, hey, Friend, mach's richtig. Und Peggy kann's nicht. Hey, Friend, dir auf jeden Fall nochmal danke für deine 4 Bits. Dann würde ich gleich sagen, mit dem Song zum Abschied gehen wir gleich rüber. Ah, wir nehmen anderen. Nein. 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 Ach komm, den können wir nehmen. Der ist in Ordnung. Dann auf jeden Fall Chat. Ich glaube, wir sind auch noch da, weil ich. Kann es sein? Dafür haut rein und ciao.